Meine Damen und Herren, meinem Vortrag möchte ich eine Vorbemerkung voranstellen. Was ich im Folgenden ausführen werde, habe ich vor dem Ausbruch der Corona-Krise niedergeschrieben. Nach einer weit verbreiteten Auffassung wird nach der Krise nichts mehr so sein, wie es vorher war. Diese Auffassung teile ich nicht. Sicherlich, viele Erscheinungen des täglichen Lebens werden sich ändern, vielleicht sogar tiefgreifend. Aber die Grundstrukturen der Wirtschaft, des Staats und anderer Teilbereiche der Gesellschaft bleiben hiervon unberührt. Mein Vortrag bezieht sich auf diese Grundstrukturen, insbesondere die Struktur und Entwicklung einer kapitalistischen Gesellschaft und die an ihr geäußerte Kritik. Diese Kritik gipfelt in dem Vorwurf der Entfesselung. Ist die moderne Wirtschaft tatsächlich entfesselt? Und wenn, dann mehr als andere Teilbereiche der Gesellschaft? Dieser Frage wende ich mich jetzt zu. Das kapitalistische Wirtschaftssystem hat derzeit keine gute Presse. Uneingeschränkte Zustimmung in der Öffentlichkeit hat es eigentlich nie erfahren, aber in der Gegenwart finden Auffassungen, die eine kapitalistisch organisierte Wirtschaft für alle Übel dieser Welt verantwortlich machen wollen, eine große Anhängerschaft, besonders unter jungen Leuten. Zu den alten Vorwürfen der Ausbeutung und sozialen Ungleichheit hat sich machtvoll ein neuer hinzugesellt, die Umweltzerstörung im Weltmaßstab. Wirklich neu ist dieser Vorwurf natürlich nicht. Seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ist das Thema der Nachhaltigkeit in das allgemeine Bewusstsein gerückt und von der UNO als politisches Ziel formuliert worden. Aber in der Praxis der relevanten Akteure aus Politik und Wirtschaft war es noch nicht angekommen. Das sieht heute anders aus. Regierungen und Unternehmen aus aller Welt versammeln sich hinter diesem Ziel. Wie viel daran Rhetorik ist und wie viel eine ernstzunehmende Selbstverpflichtung, lasse ich einmal dahingestellt. So unumstritten Nachhaltigkeit und Klimaneutralität als politische Ziele auch sein mögen, bei der Erforschung der Ursachen herrscht weit weniger Eindeutigkeit. In den Kirchen, den sozialen Bewegungen, linken Parteien und so weiter ist der Kapitalismus als Kompaktbegriff, der es in erster Linie für die Umweltzerstörung im Weltmaßstab verantwortlich ist. Man betrachte nur einmal die Enzyklika des Papstes Laudato Si, wo es heißt, der entfesselte Kapitalismus ist der Feind des Lebens. Auch wenn diese Aussage in einem Teil des Meinungsspektrums auf großen Widerhall trifft, handelt es sich um eine Zurechnung, die grobschlächtiger nicht ausfallen könnte. Andere Ursachen, wie zum Beispiel die wachsende Weltbevölkerung, werden einfach ausgeblendet. Und man sollte zudem sich die Mühe machen, genauer zu bestimmen, in welchen Komponenten des kritisierten Wirtschaftssystems, der Großindustrie, dem Energiesektor, dem Massenkonsum, derartig schädliche Folgen ihre Wurzel haben. Wenn es um die letzten Ursachen des Übels geht, sind sich aber alle Gegner des herrschenden Wirtschaftssystems überraschend einig. Das hervorstechendste Merkmal dieses Systems und zugleich die Quelle aller seiner negativen Auswirkungen ist seine Schrankenlosigkeit oder das Abstreifen sämtlicher Fesseln. Wenn dieses System sich eindämmen ließe, wäre, wenn nicht schon alles gut, so doch jedenfalls vieles besser als bei fortgesetzter Expansion. Analysen dieser Art reichen von Trivialaussagen wie: In einer endlichen Welt ist unendliches Wachstum nicht möglich, bis zu komplexeren sozialwissenschaftlichen Analysen, die zum Beispiel eine Kolonialisierung der Lebenswelt
als Folge der fortgesetzten Expansion der kapitalistischen Wirtschaft an die Wand malen. In meinem Vortrag will ich zunächst versuchen, diese expansionistischen Tendenzen einer genaueren Analyse zu unterziehen. Zu diesem Zweck werde ich die verschiedenen Bedeutungsschichten der Entfesselung der Wirtschaft in den Blick nehmen. Die Befreiung aus feudalen Banden, das Wachstum der Wirtschaft, die unterstellte Ökonomisierung aller Lebensbereiche und damit verbunden die Schrumpfung aller Handlungsmotive auf den Eigennutz. Sodann möchte ich zwei Argumente vorstellen, die den Schluss von der Schrankenlosigkeit der Wirtschaft auf die Zukunftsgefährdung in Frage stellen. Typisch für die kapitalistische Wirtschaft ist zum einen die Bändigung, nicht das Ausleben des Erwerbsstrebens. Expansionismus ist zum anderen das Merkmal aller Teilsysteme der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft. Um zu sichern, dass wir alle vom gleichen Sachverhalt sprechen, sei an den Anfang meiner Überlegungen eine Definition der kapitalistischen Wirtschaft gestellt. Ein kurzer Ausblick auf denkbare Alternativen zu einer kapitalistischen Organisation der Wirtschaft beschließt den Vortrag. Damit komme ich zu dem ersten Punkt, Definitionsfragen. Unter Kapitalismus verstehe ich erstens strikt eine Organisation der Wirtschaft, nicht der Gesellschaft. Die Eigenschaft, kapitalistisch zu sein, kennzeichnet demnach allein die Wirtschaft und ist kein Merkmal der Gesellschaft als Ganzer. Es ist eine Frage für sich, inwieweit und in welchem Ausmaß die Gesellschaft mit Kapitalismus wie mit einer ansteckenden Krankheit infiziert ist. So beliebt die Redeweise einer kapitalistischen Gesellschaft auch sein mag, ich folge ihr nicht. Kapitalismus ist zweitens ausschließlich eine Organisation der modernen Wirtschaft. Das heißt, er kennzeichnet die Wirtschaft erst seit dem Übergang zur modernen Welt. Keineswegs hat der Kapitalismus also die Weltwirtschaft schon seit dem Zeitalter der Hochkulturen geprägt, sondern er ist zur vorherrschenden Wirtschaftsform erst seit ca. 200 bis 300 Jahren geworden. Im angelsächsischen Sprachbereich wird das oft anders gesehen, aber das hängt mit der dort verbreiteten Gleichsetzung von Kapitalismus und mit Marktwirtschaft oder auch nur mit der Existenz von Märkten zusammen. In der Frage einer begrifflichen Eingrenzung folge ich Max Weber. Wenn man den Begriff der kapitalistischen Wirtschaft schreibt, er überall da gelten lässt, wo Besitzobjekte, die Gegenstand des Verkehrs sind, von Privaten zum Zweck des verkehrswirtschaftlichen Erwerbs benutzt werden, dann steht nichts fest als ein recht weitgehend kapitalistisches Gepräge ganzer Epochen der antiken Geschichte und, so kann man durchaus hinzufügen, der Wirtschaftsgeschichte anderer Kulturkreise ebenso. In dieser Gleichsetzung von Kapitalismus mit Marktwirtschaft wird das Spezifikum dieser neuartigen Organisation der Wirtschaft, ihr entscheidendes soziales Merkmal aber verfehlt, nämlich die Verwendung von Lohnarbeit. Selbstverständlich ist auch der Tausch von Arbeit gegen Geldleistungen eine uralte Erscheinung der Wirtschaft. Aber erst im 18. Jahrhundert kommt es zur Etablierung von Arbeitsmärkten. Das ist der Schlussstein einer Entwicklung, in deren Verlauf sich ein geschlossenes System von Märkten herausgebildet hat. Nicht nur werden von nun an die Güter des Endverbrauchs mehrheitlich auf Märkten gehandelt, sondern auch alle von einer Unternehmung benötigten Produktionsfaktoren, soweit sie nicht frei verfügbar sind, wie zum Beispiel die Luft.
Diese Figur der Lohnarbeit ist bis heute der Gegenstand einer anhaltenden Kritik, deren Locus Classicus das Kapital von Karl Marx ist. Unterwerfung unter das Kommando des Kapitals, Ausbeutung und Verelendung sind die zentralen Stichworte dieser Kritik. Was diese Kritik aber übersieht, ist: Der Verkauf von Arbeitskraft auf Arbeitsmärkten öffnet gerade nicht Tür und Tor für die Ausbeutung, sondern ist der sicherste Weg für die große Mehrheit der Bevölkerung, in die Wirtschaft integriert zu werden und an ihrem erhofften Erfolg teilzunehmen. Auch diese Art der Integration der Bevölkerung in die Wirtschaft kann man natürlich kritisch sehen. So hat zum Beispiel Emil Lederer mit der auf Kapitalismus umgestellten Wirtschaft eine Gesellschaft der Unselbstständigen heraufziehen sehen, in der mit der Selbstständigkeit auch die bürgerliche Kultur, was immer das im Einzelnen heißen mag, verloren geht. Falls unter einem Proletarier eine Person verstanden wird, deren einzige oder bevorzugte Möglichkeit zur Gewinnung des Lebensunterhalts abhängige Erwerbsarbeit ist, sind wir mittlerweile fast alle Proletarier geworden. Drittens schließlich, die Lohnarbeit verwendende Unternehmung wird auf eigene Rechnung und eigenes Risiko des Unternehmers und seiner Geldgeber durchgeführt. Das bedeutet zweierlei. Erstens, die Gewinneinkommen sind anders als die Arbeitseinkommen, die sicher sind, solange der Betrieb besteht, unsicher. Und zweitens, die Unternehmung kann und darf nicht damit rechnen, bei Verlusten von der Regierung gerettet zu werden. Sicher, gerade dieses fundamentale Prinzip ist in der jüngsten Vergangenheit massiv verstoßen worden. Aber für den Normalfall, wenn auch nicht für den akuten Krisenmodus gilt, die Budgetrestriktion des Unternehmens, nämlich Ausgaben müssen aus den Einnahmen und nur aus den Einnahmen gedeckt werden, ist strikt und nicht soft. Das gerade unterscheidet eine kapitalistische Wirtschaft von einer sozialistischen. Die Verletzung dieses Prinzips in der Finanzkrise 2008 und jetzt wieder in der Corona-Krise konnte und kann nur damit gerechtfertigt werden, das Schlimmste zu verhindern, nämlich den Millionen von Arbeitnehmerexistenzen bedrohenden Einbruch der Realwirtschaft. So viel zu definitorischen Fragen. Ich komme jetzt zu dem nächsten Abschnitt, was es heißt, dass die kapitalistische Wirtschaft entfesselt ist. Ich habe noch nicht angesprochen, wieso ausgerechnet ein derart um den Arbeitsmarkt herum organisiertes System eine so unglaubliche Dynamik entfaltet hat, von der die Wirtschaftsgeschichte zeugt. Auf der Leistungsfähigkeit des Systems beruhen die Hoffnungen, es möge auch in Zukunft eine vergleichbare Dynamik entfalten, um die in großen Teilen der Weltwirtschaft noch hartnäckig eingenistete Armut für immer zu beseitigen. Für diese Dynamik sind in erster Linie zwei systemische Eigenschaften verantwortlich: die Konkurrenz und das Profitmotiv. Konkurrenz liegt nicht erst dann vor, wenn vollständiger Wettbewerb im Sinne der neoklassischen Mikroökonomik herrscht. Max Weber zufolge reicht es, wenn wenigstens auf einer Marktseite Konkurrenz das Geschehen bestimmt. Konkurrenz bestimmt dann das Geschehen, wenn die Anbieter oder die Nachfrager damit rechnen müssen, dass bei einem Geschäft ein Dritter zum Zug kommt. Dieser Fall tritt dann zum Beispiel verlässlich ein, wenn ein Anbieter die gleiche Ware billiger anbietet als seine Konkurrenten. Der aus Produzentensicht entscheidende Gesichtspunkt ist, dass das Profitmotiv kleingebrochen wird auf Kostendegression.
weil sich in der Konkurrenz das billigere Angebot der gleichen Ware durchsetzt, warum sollte auch ein Konsument die teurere Ware kaufen, ist die Fortexistenz des Unternehmens daran gebunden, technische Innovationen durchzuführen, die ihm einen Vorsprung vor der Konkurrenz einräumen. Das ist der letzte Grund für die Entfesselung des Systems, die heute unser Thema ist. Aber was heißt das eigentlich genauer, Expansionismus oder Entfesselung? Am unproblematischsten erscheint mir die erste der einleitend genannten drei Bedeutungen, das Abstreifen feudaler Fesseln. Eine klassische Formulierung hierfür findet sich im Kommunistischen Manifest. Die Bourgeoisie, heißt es dort, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose Barzahlung. An dieser Beschreibung fällt zweierlei auf. Einmal die Radikalität der Umwälzung und sodann das mehr oder weniger offen ausgesprochene Bedauern über den dadurch eingetretenen Verlust. Die Zustände unter der Herrschaft des Adels gelten den Verfassern des Manifests als idyllisch. Die Bande zwischen Mensch und Mensch sei ersetzt worden durch die gefühllose bare Zahlung, wie die berühmte, immer wieder zitierte Formulierung von Marx und Engels lautet. Wenige Zeilen später attestieren die Verfasser des Manifests zwar der Bourgeoisie, sie habe in ihrer kaum 100-jährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen. Aber es wird keine Verbindung dieser Entfesselung der Produktivkräfte mit der Sprengung der feudalen Bande hergestellt. Das eine ist jedoch nicht ohne das andere zu haben. Marx und Engels sehen den Übergang von der Gemeinschaft zur Gesellschaft, soziologisch gesprochen, ganz unverkennbar aus einem romantischen Blickwinkel als einen Verlust an Gemeinschaft an. Dieser Gemeinschaftsverlust ist und bleibt der Grundton der Marx'schen Kapitalismusanalyse, auch wenn Marx noch so sehr den Aspekt der Reichtumsanhäufung als Folge der Umstellung auf die kapitalistische Produktionsweise hervorhebt. Damit komme ich zu der zweiten, zuvor erwähnten Dimension von Entfesselung. Ganz unbestreitbar ist die kapitalistische Wirtschaft expansiv, und zwar sowohl in geografischer als auch in zeitlicher und, was oft vergessen wird, vor allem auch im Blick auf die Lebensführung der ihr unterworfenen Personen. Zunächst zur geografischen Expansion. In einem 200-jährigen Prozess hat diese Wirtschaftsform sich über den gesamten Erdball ausgebreitet und alle denkbaren Alternativen buchstäblich wegkonkurrenziert. Wir leben heute vielleicht erstmals in einer Welt, für die gilt Capitalism Alone, um das jüngste Buch von Branko Milanovic zu zitieren. Die Wahl zwischen verschiedenen Wirtschaftsformen, die zumindest abstrakt existierte, solange die Wirtschaften des ehemaligen Ostblocks und Chinas sozialistisch organisiert waren, ist ersetzt worden durch die Wahl zwischen verschiedenen Formen des Kapitalismus. Das Wort Wahl gebrauche ich metaphorisch. Die einzelnen Individuen haben keine Wahl. Aber Gesellschaften können sehr wohl über ihre Wirtschaftsform kollektiv entscheiden. Zum temporalen Gesichtspunkt. Vor allem ist die kapitalistische Wirtschaft in temporaler Hinsicht expansiv. Sie,
was heißen soll, sie ist nicht nur zu einem anhaltenden Wachstum in der Lage, sondern sie ist fast, möchte man sagen, dieser inneren Berufung auch tatsächlich gerecht geworden. Kusnitz hat die Epoche seit dem Aufkommen des Kapitalismus, die Epoch of Modern Economic Growth, genannt. Damit wollte er keineswegs die Epoche des modernen Wirtschaftswachstums von älteren Epochen des Wachstums abgrenzen, sondern unterstreichen: Diese Epoche ist die einzige Epoche der Weltwirtschaftsgeschichte, für die ein dauerhaftes Wachstum der Wirtschaft konstitutiv ist. Auch wenn die einzelnen Länder der Welt zu unterschiedlichen Zeiten in diese Epoche eingetreten sind und das Wachstum immer wieder durch Konjunkturkrisen unterbrochen wurde, das Ergebnis dieses Prozesses ist eine vollständige Umwälzung aller bisher gewohnten Lebensverhältnisse, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Das Wachstum der Wirtschaft hat Milliarden von Menschen von Hunger und frühem Tod befreit. Es hat erst in den heute fortgeschrittenen Ländern des Westens, dann aber auch in den ostasiatischen Wirtschaftszentren den Lebensstandard der Bevölkerung in einem Ausmaß erhöht, das früheren Generationen schier undenkbar erschien. Sicher, es gibt noch Nachzügler und weniger entwickelte Länder, der Reichtum mag ungleich verteilt sein und die ökologischen Kosten dieses Reichtums werden erst heute sichtbar. Aber das ändert nichts daran, dass das Wirtschaftswachstum auf kapitalistischer Basis die Lebenschancen der Weltbevölkerung in einer welthistorisch gesehen kurzen Zeitspanne umfassend verbessert hat. Ich demonstriere das am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland. Dort hat sich das reale Inlandsprodukt pro Kopf seit 1950 circa verfünffacht, real verfünffacht. Die Lebenserwartung der Männer ist im gleichen Zeitraum um 15 Jahre angestiegen, die der Frauen um mehr als 20 Jahre. Das Wachstum der Wirtschaft spiegelt sich in einem Einkommenswachstum aller Bevölkerungsschichten wider. Der Arbeitsmarkt war und ist der Garant der Beteiligung breiter Gruppen der Bevölkerung am wirtschaftlichen Erfolg. Das gilt auch dann, wenn einige Gruppen mehr profitierten und andere weniger als der Durchschnitt. Zu einem dramatischen Anstieg der Einkommensungleichheit ist es in der Bundesrepublik, anders als immer wieder behauptet, tatsächlich nicht gekommen. Trotzdem, Wachstumskritik ist heute in Mode. Dabei wird unterstellt, dass die Wachstumsdynamik kapitalistischer Systeme ungebrochen ist. Es lässt sich aber leicht zeigen, dass mit dem Älterwerden oder der Reifung des Systems diese Dynamik abnimmt. In der Fachwelt wird immer wieder das Phänomen der säkularen Stagnation beschworen. Im ersten Jahrzehnt nach der Gründung der Bundesrepublik wuchs die Wirtschaft noch mit einer Rate von 8,2%. Bei dieser Rate braucht es nicht einmal 9 Jahre, bis sich der Ausstoß der Wirtschaft verdoppelt hat. Heute sind die für die Beobachtung der Wirtschaft zuständigen Institute ebenso wie die Regierung hochzufrieden, wenn die Wirtschaft noch mit annähernd 2% wächst. Auch eine solche Wachstumsrate grenzt als kontinuierliche Leistung fast an ein Wunder, wenn man daran denkt, dass Jahrhunderte oder gar Jahrtausende ohne Wirtschaftswachstum auskommen mussten. Eine reale Wachstumsrate von 2% würde bewirken, dass innerhalb von 35 Jahren, also in ungefähr einer Generation, die Wirtschaftsleistung sich verdoppelte. Schumpeter in seinem Klassiker Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie plädierte fast flehentlich dafür, einer kapitalistischen Wirtschaft die Chance hierfür noch einmal zu geben. Er war aber überzeugt,
dass sie schon wegen der Feindlichkeit der Intellektuellen diese Chance nicht mehr erhielte. Diese Feindlichkeit nährt sich heute in erster Linie aus umweltökonomischen Gründen. Aber was ist wirklich falsch an, sagen wir, einer Wachstumsrate von 1 bis 2%, die man realistischerweise für die unmittelbare Zukunft der entwickelten Länder erwarten kann? Solche Wachstumsraten, obwohl in der langen Sicht keineswegs selbstverständlich, sind realisierbar, ohne dass dadurch die Beschädigung der natürlichen Umwelt zunimmt. Je nachdem, in welchem Ausmaß zum Beispiel der Ressourcenverbrauch pro Einheit des Sozialprodukts abnimmt, ist bei solchen Wachstumsraten sogar eine Entlastung der natürlichen Umwelt möglich. Zum dritten Aspekt von Entfesselung. Für alle in das Erwerbsleben integrierten Personen, aber nicht nur für diese, bringt das Wachstum der Wirtschaft neue Verhaltensanforderungen mit sich, deren Dramatik schwerlich überzeichnet werden kann. Existenzsicherung durch berufliche Arbeit ist mit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise zum faktisch vorherrschenden und normativ alleingültigen Modus der Lebensführung geworden. Die Frage, was dies für die Lebensführung des Einzelnen bedeutet, hat Max Weber sein ganzes Leben lang umgetrieben. Sein gesamtes Werk kann aus dieser Perspektive begriffen werden. Die Beschränkung auf Facharbeit und damit einhergehend der Verzicht auf die faustische Allseitigkeit des Menschentums, schreibt Weber, ist in der heutigen Welt Voraussetzung wertvollen Handelns überhaupt. In diesem Zitat kommen die mit der Facharbeit verbundenen Beschränkungen noch gar nicht zum Ausdruck. Die Kettung der ganzen Existenz aller in den Betrieb, leitend oder gehorchend, gebannten an den Ausschlag des privaten Kosten- und Gewinnkalküls des Unternehmers. Die Zwänge der Berufsarbeit gelten aber ebenfalls für die Beschäftigten im staatlichen Sektor, auch wenn deren Existenzsicherung allenfalls mittelbar an den Erfolg privatwirtschaftlicher Kalküle gebunden ist. Ob sich diese Zwänge heute gelockert haben, ist eine Frage für sich. Einerseits hat sich der Imperativ der Existenzsicherung durch berufliche Arbeit auf alle Geschlechter ausgedehnt. Andererseits sind immer größere Teile der Lebenszeit aus den Zwängen der Berufsarbeit herausgelöst worden. Ein Leben nach dem Beruf, das der Rede wert ist, gibt es erst seit ein paar Jahrzehnten. Ein weiterer Gesichtspunkt der Entfesselung ist die, wie es heißt, allseits um sich greifende Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Darunter werden zwei ganz verschiedene Dinge zusammengefasst, die eigentlich getrennt gehören. Die Kommerzialisierung großer Bereiche des Lebens einerseits und die Dominanz des Nutzenmaximierungskalküls im Handeln andererseits. Die empirischen Belege, die hierfür vorgebracht werden, sind meines Erachtens schwach. Auch und wenn ein Vordringen des Markts oder egoistischer Handlungskalküle sich beobachten lässt, lautet die Anschlussfrage doch immer: Was ist daran notwendigerweise falsch? Um das Beispiel der Kommerzialisierung aufzugreifen, es kann doch durchaus als ein Gewinn betrachtet werden, dass Übernachtungen außerhalb der eigenen Wohnung und Reisen im In- und Ausland durchgreifend kommerzialisiert wurden. Die Alternative wäre ja, dass sich jeder Reisende zum Beispiel für eine Übernachtung in Heidelberg sich um die Möglichkeit bei einem guten Freund kümmern müsste. Auf dieser Basis sind die Möglichkeiten des Reisens doch sehr beschränkt.
Ich kenne die Gegenrechnung. Der Massentourismus und in seiner Folge die Zerstörung von Kulturstätten. Overtourism ist die Kehrseite des gestiegenen Wohlstands. Welche Verheerungen die Ausbreitung der kapitalistischen Kultur anrichten kann, hat Max Weber schon lange vor der Kritik am Overtourism am Beispiel der Eroberung der Wildnis durch die Zivilisation beobachtet. So fasziniert er von der Besichtigung einer neuen, buchstäblich aus dem Boden gestampften Stadt im Indianergebiet der USA und ihrem fabelhaften Getriebe, wie er schreibt, war, so ernüchternd fällt sein Urteil insgesamt aus. Die Stunde des Urwalds hat auch hier geschlagen, schreibt er in einem Brief an seine Ehefrau. Mit geradezu rasender Hast wird alles, was der kapitalistischen Kultur im Wege steht, zermalmt. Ein Wort noch zur behaupteten Ausbeutung egoistischer Nutzenkalküle. Dieser Behauptung zufolge hat der Nutzenkalkül sich von der Wirtschaft ausgehend in anderen Gesellschaftsbereichen wie ein Virus eingenistet, die bisher davon unberührt waren und in denen dieses Motiv keinen Platz hat oder wenigstens haben soll. Das ist eine durchaus bestreitbare Geschichte. Das Motiv des Eigennutzes war zu allen Zeiten und in allen Gesellschaftsbereichen mehr oder weniger wirksam. In der Wirtschaft der modernen Gesellschaft hat dieses Motiv lediglich eine gesellschaftlich wirksame Anerkennung erfahren. Erst als es in der modernen Wirtschaft institutionalisiert wurde, hat das Eigennutzmotiv zu einer Besserstellung der Massen der Bevölkerung geführt. Die Wirtschaftswissenschaften werden dafür kritisiert, dass sie Erwerbsgier, Greed, ohne Umstände als Handlungsmotiv absolut setzen und allem sozialen Handeln unterstellen, es sei einzig und allein dadurch gesteuert. Aber das stimmt so nicht. Zunächst einmal sollte man Greed, Erwerbsgier, vom Eigennutz unterscheiden. Erwerbsgier ist eine spezifische Ausprägungsform von Eigennutz. Sodann ist das eigennützige Handeln in den Wirtschaftswissenschaften eine methodologische Annahme und keine Aussage über die Realität. Das, nämlich Rationalität als eine methodologische Annahme, hat auch Max Weber so gesehen. Es wird zweckrationales Handeln, Webers Ausdruck für den Homo economicus, schlicht und einfach zu dem Zweck unterstellt, zu ermitteln, wie weit man mit dieser Annahme bei der Erklärung sozialen Handelns kommt. Im Übrigen ist die Eigennutzannahme keineswegs eindeutig. Was ist mit der Aussage gemeint? Individuen maximierten ihren Eigennutz. Das Spektrum der Auslegungen reicht von einer schlichten Konsistenzannahme, wenn A der Alternative B vorgezogen wird und B der Alternative C, dann wird auch A der Alternative C vorgezogen, bis zu der neo-hobbesianischen Unterstellung von Interest Seeking with Guile, Interessenverfolgung auch unter Inkaufnahme von Hinterhältigkeit, so die Formulierung von Oliver Williamson. Der Mainstream, also die so oft kritisierte Neoklassik, geht ganz naiv davon aus, dass Verträge eingehalten werden, ohne sich groß darum zu kümmern, wieso sie eigentlich per Unterstellung von Eigennutz eingehalten werden. Das Menschenbild der Neoklassik ist das des ehrlichen Kaufmanns. Warum rennt kaum jemand aus dem Metzgerladen, wenn er die Ware schon erhalten hat, aber noch nicht gezahlt hat? Nur aus Furcht vor der Polizei? Das ist wenig glaubhaft angesichts der bestenfalls punktuellen Überwachung
individuellen Verhaltens durch einen Erzwingungsstab, das ist Webers Ausdruck für die Durchsetzung von Ordnungen abgestellte Personal. Ich komme zum nächsten Punkt. Wenn die bisherigen Ausführungen dazu dienten, die Entfesselungsannahme näher zu beleuchten, geht es jetzt darum, zwei Einwände gegen die Unterstellung vorzutragen, das wirtschaftliche Geschehen und nur es sei tatsächlich von einer schrankenlosen Entfesselung geprägt. Ein erster Einwand betrifft den Sachverhalt der Schrankenlosigkeit direkt. Der moderne Kapitalismus, so jedenfalls Max Weber, ist im historischen Vergleich gerade nicht durch schrankenloses Erwerbsstreben gekennzeichnet, sondern tendenziell durch die Bändigung dieses Strebens. Erwerbstrieb, Streben nach Gewinn, nach Geldgewinn, nach möglichst hohem Geldgewinn, so Weber sehr dezidiert, hat an sich mit Kapitalismus gar nichts zu schaffen. Dieses Streben fand und findet sich bei Kellnern, Ärzten, Kutschern, Künstlern, Kokotten, bestechlichen Beamten, Soldaten, Räubern, Kreuzfahrern, Spielhöllenbesuchern, Bettlern. Man kann sagen, bei all sorts and conditions of men, zu allen Epochen aller Länder der Erde, wo die objektive Möglichkeit dafür irgendwo gegeben war und ist. Es gehört in die kulturgeschichtliche Kinderstube, fährt Weber fort, dass man diese naive Begriffsbestimmung ein für alle Mal aufgibt. Schrankenlosester Erwerbsgier ist nicht im Mindesten gleich Kapitalismus, noch weniger gleich dessen Geist. Kapitalismus kann geradezu identisch sein mit Bändigung, mindestens mit rationaler Temperierung dieses irrationalen Triebs. Soweit Max Weber. Das Gewinnstreben ist demnach nichts, was ausschließlich für die kapitalistische Unternehmung typisch wäre. Diese kennzeichnet vielmehr eine besondere Art dieses Gewinnstrebens, nämlich das Streben nach Rentabilität im kontinuierlichen, rationalen, kapitalistischen Betrieb. Rentabel zu sein, ist dabei nichts, auf was ein Unternehmen aus humanitären oder karitativen Gründen auch einmal verzichten könnte. Innerhalb einer kapitalistischen Ordnung der gesamten Wirtschaft, so Weber sehr dezidiert, würde ein kapitalistischer Einzelbetrieb, der sich nicht an der Chance der Erzielung von Rentabilität orientierte, zum Untergang verurteilt sein. Grundlage der Gewinnerzielung ist die Kapitalrechnung, das heißt die planmäßige Verwendung von Sachleistungen und persönlichen Nutzleistungen, gemeint ist die Arbeitskraft, derart, dass der bilanzmäßig errechnete Schlussertrag den Kapitalvorschuss übersteigt, genauer gesagt, bei einer Dauerunternehmung immer wieder übersteigen soll. Ob das tatsächlich der Fall ist und warum ein Unternehmensgewinn überhaupt möglich ist, ist damit noch nicht beantwortet. Diese Art von rationalem Rentabilitätskapitalismus unterscheidet Weber scharf von einem imperialistischen Kapitalismus. Letzterer basiert auf einer gänzlich anderen Grundlage. Jetzt sind es die kapitalistischen Interessen von Steuerpächtern, Staatsgläubigern, Staatslieferanten, staatlich privilegierten Außenhandelskapitalisten und Kolonialkapitalisten. Ihre Profitchancen ruhen durchweg auf der direkten Ausbeutung politischer Zwangsgewalten, und zwar expansiv gerichteter Zwangsgewalt. Der Erwerb überseeischer Kolonien seitens einer politischen Gemeinschaft gibt kapitalistischen Interessen
gewaltige Gewinnchancen durch gewaltsame Versklavung, ferner durch gewaltsame Monopolisierung des Handelns mit diesen Kolonien und eventuell anderer Teile des Außenhandels. Unter welchen Bedingungen sich welche Art von Kapitalismus durchgesetzt hat, ist eine der spannendsten Fragen der Wirtschaftsgeschichte heute. Auch diese Frage kann ich aus Zeitgründen nicht weiter verfolgen. Für die entwickelten Gesellschaften des Westens ist nicht der imperialistische Kapitalismus, sondern der rationale Rentabilitätskapitalismus im Sinne Webers typisch. Ein zweiter, denn die Expansionismusbehauptung betreffender Gesichtspunkt ist die Frage, ob dieser Expansionismus auf die Wirtschaft beschränkt ist oder nicht vielmehr alle funktional differenzierten Bereiche der modernen Gesellschaft erfasst hat. Starke Argumente sprechen für die letztere Annahme. Seit der europäischen Doppelrevolution des 18. Jahrhunderts ist ein auf ständischer Schichtung beruhender Gesellschaftstypus durch den in verschiedene Funktionsbereiche gegliederten Typus ersetzt worden. Diese Funktionsbereiche sind mehr oder weniger scharf voneinander abgegrenzt, operieren nach bereichsspezifischen Regeln und gewinnen dadurch relative Autonomie. Wie viele solcher Bereiche es gibt, ist eine spannende Frage. Weber unterscheidet 5 solcher eigengesetzlich operierender Bereiche: Wirtschaft, Politik, Kunst, erotische Liebe und denkendes Erkennen, also Wissenschaft. Sie alle lösen sich aus einem durch die Religion zusammengehaltenen gesellschaftlichen Verband heraus. Seitdem gibt es kein Zentrum der Gesellschaft und keine die Gesellschaft repräsentierende Spitze mehr, wie Niklas Luhmann formuliert hat. Diese Befreiung hat in Kombination mit dem Mangel an systeminternen Stoppregeln dazu geführt, dass alle Bereiche, nicht nur die Wirtschaft, ihrer Natur nach expansionistisch sind. Dass der Expansionismus der Teilbereiche der Gesellschaft eine Tatsache ist, mehr noch, dass er in anderen Bereichen, zum Beispiel dem Recht der Politik und so weiter, sich ungehemmter ausbreitet als in einer hochgradig regulierten Wirtschaft, möchte ich jetzt mit einem Blick auf das denkende Erkennen, Webers Formulierung für Wissenschaft, verdeutlichen. Es handelt sich ja hierbei um den Bereich, mit dem sicherlich die meisten meiner Zuhörer persönliche Erfahrungen verbinden. Schon lange vor Max Weber hat ein anderer berühmter Autor, der auch einmal in Heidelberg gelehrt hat, ich meine den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, gesehen, dass dem denkenden Erkennen schlechterdings keine Schranke gesetzt werden kann. Und schlimmer noch, dass jeder Versuch einer Schrankensetzung den Ansporn, diese Schranke zu durchbrechen, nur anfeuern würde. In einem der großartigsten Kapitel seiner Phänomenologie des Geistes, überschrieben mit dem Kampf der Aufklärung mit dem Aberglauben, heißt es: Die Mitteilung der reinen Einsicht, und der reinen Einsicht ist die Kommunikation von philosophischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen gemeint, also die Mitteilung der reinen Einsicht ist deswegen einer ruhigen Ausdehnung oder dem Verbreiten wie eines Duftes in der widerstandslosen Atmosphäre zu vergleichen. Sie ist eine durchdringende Ansteckung, welche sich nicht vorher bemerkbar macht und daher nicht abgewehrt werden kann. Erst wenn die Ansteckung sich verbreitet hat, ist sie für das Bewusstsein existent, das sich ihr unbesorgt überließ.
So wie daher die reine Einsicht für das Bewusstsein präsent ist, hat sie sich schon verbreitet. Der Kampf gegen sie verrät die geschehene Ansteckung. Er ist zu spät. Und jedes Mittel verschlimmert nur die Krankheit, denn sie hat das Mark des geistigen Lebens ergriffen. Es gibt darum auch keine Kraft in ihm, welche über ihr wäre. Nun ein unsichtbarer und unbemerkter Geist hat die reine Einsicht, sich bald aller Eingeweide und Glieder des bewusstlosen Götzen gründlich bemächtigt, und an einem schönen Morgen gibt sie mit dem Ellbogen dem Kameraden einen Schutz, einen Schub und bauts paradauts, der Götze liegt am Boden. Hegel zitiert im letzten Satz Rameaus Neffe von Diderot, der den Zeitgenossen in einer Übersetzung von Goethe verfügbar war und einen ungeheuren Eindruck hinterließ. Dann fährt er fort. An einem schönen Morgen, dessen Mittag nicht blutig ist, wenn die Ansteckung alle Organe des geistigen Lebens durchdrungen hat. Nur das Gedächtnis bewahrt dann noch als eine, man weiß nicht wie, vergangene Geschichte die tote Weise der vorigen Gestalt des Geistes auf und die neue, für die Anbetung erhöhte Schlange der Weisheit hat auf diese Weise nur eine welke Haut schmerzlos abgestreift. Hegel exemplifiziert die durchdringende Kraft des denkenden Erkennens am Verhältnis von Wissen und Glauben. Der gleiche Prozess setzt sich aber innerhalb der modernen Wissenschaften fort. Es gibt schlechterdings kein Resultat, das endgültig wäre und das nicht durch fortgesetzte Aufklärung und weitere wissenschaftliche Arbeit überholt werden könnte. Die Aussage aus dem Kommunistischen Manifest, alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen zu sehen, klingt wie ein Echo auf die zitierte Passage von Hegel. Noch einmal 70 Jahre später hat Max Weber den gleichen Vorgang als die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung beschrieben. Das aber bedeutet, so Weber, die Entzauberung der Welt. Mit dem letzten Stichwort habe ich einen Prozess angesprochen und damit komme ich zum Abschluss, dessen grundsätzliche Bedeutung und dessen Dimensionen weit über die Dynamik einer kapitalistisch organisierten Wirtschaft hinausragen. Max Weber hat die Entfesselung der Wachstumskräfte dieser Wirtschaft als Teilaspekt einer Rationalisierung begriffen, die alle Bereiche der Gesellschaft ergreift. Was dies für die Möglichkeit bedeutet, den hierbei wirksamen Kräften zu entkommen, streife ich abschließend in wenigen Worten. Weber schließt sich der Auffassung seines Bruders Alfred an, dass, Zitat, die Struktur jedes eigentümlichen Apparates, welchen die großindustrielle Produktionsorganisation der Bevölkerung über den Kopf gestülpt habe, in ihrer schicksalsvollen Bedeutung selbst die Tragweite der Frage nach kapitalistischer oder sozialistischer Organisation der Produktion übertreffe. Ende des Zitats. Zwar hat die großindustrielle Organisation in der Dienstleistungsökonomie von heute bei weitem nicht mehr das Gewicht, das sie zu Webers Zeiten innehatte. Aber den Zwängen der Berufsarbeit lässt sich gewiss nicht durch den Übergang zu einer sozialistischen Produktionsform entkommen. Die Unterjochung des Einzelnen durch eine allumfassende Bürokratie würde dadurch nur zunehmen.
einzig irgendeine Form von gemeinwirtschaftlicher Solidarität, meint Weber, würde den Geist, der in diesem ungeheuren Gehäuse lebt, grundstürzend ändern. Auch Keynes setzte auf Great Changes in the Codes of Morals. Aber woher sollte diese neue Gesinnung kommen? Vielleicht macht der Gesinnungswandel, den wir mittlerweile in der Frage der ökologischen Folgekosten des wirtschaftlichen Handelns erleben, Hoffnung. Aber durch den Gesinnungswandel wird die Frage nach der geeigneten Organisationsform der Wirtschaft nicht beantwortet. Zum einen ist das probate Mittel, diese Folgekosten einzudämmen, eine konsequente Anwendung des marktwirtschaftlichen Prinzips auf dem Wege einer Verpreisung von Umweltgütern. Zum anderen ist es völlig unklar, ob und überhaupt wenn, durch welche Art von Gemeinwohlökonomie die gewaltige, unmittelbar anstehende Aufgabe der Umstellung von einer auf der Nutzung fossiler Energieträger beruhenden Wirtschaft auf erneuerbare Energien besser als durch kapitalistische Unternehmen bewältigt werden kann. Das Gleiche gilt auch für die Aufgabe, aus dem Tal wieder herauszufinden, in dem sich die Wirtschaft wegen des politisch gewollten Stillstands heute befindet. Insofern spricht alles dafür, dass der kapitalistischen Organisationsform der Wirtschaft, solange sie die Besserstellung der breiten Masse der Bevölkerung garantiert, auf absehbare Zeit auch die Zukunft gehört. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.